Willkommen zum vierten Kapitel, in dem wir die Teilbarkeitslehre aus Kapitel 2 noch etwas vertiefen, indem wir uns nun auch solche Aussagen anschauen können, für die wir die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung bereits voraussetzen müssen. Wir beginnen mit der Bestimmung der Anzahl der Teile einer natürlichen Zahl. Sowas macht man ja immer gerne so etwas über Bande mit Mengen. Wir bestimmen also die Menge aller Teile der Zahl n und wollen dann wissen, wie viele Elemente diese Menge hat, also deren Kardinalität. Wir schauen uns das mal in einem einfachen Beispiel an, bei der Zahl 1960. Diese Zahl hat die Primfaktoren 2, nämlich 3 mal, also 2 hoch 3, 5 und 7 zweimal, also 7 hoch 2. Jeder zusammengesetzte oder prime Teiler dieser Zahl 1960 entsteht nun dadurch, dass wir einen dieser Primfaktoren entweder berücksichtigen oder weglassen. Hier mal als Baumdiagramm. Wenn wir zum Beispiel gar keinen der Primfaktoren verwenden würden, sagen wir ja quasi immer, nimm 2 hoch 0, das ist 1, nimm das mal 3 hoch 0, das ist immer noch 1 und nimm das nochmal 5 hoch 0 und das ist immer noch 1, da wären wir dann beim Teiler 1. Aber wir könnten auch jeden Primfaktor nur mit der Potenz 1 nehmen, dann wären wir bei 2 mal 5 mal 7 ist gleich 70. Hier gilt also einfach unsere Produktregel aus der Kombinatorik. Wir können jeden Primteiler so oft verwenden, wie die Hochzahl angibt, also bei der 2 zum Beispiel 3 mal. Oder wir können ihn nicht verwenden, also 2 hoch 0 nehmen, also 4 Möglichkeiten bei der 2. Bei der 5, die können wir nehmen oder nicht, 2 Möglichkeiten. Und bei der 7, einmal nehmen, zweimal nehmen, keinmal nehmen, 3 Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten sind völlig frei miteinander kombinierbar. Wenn ich den Primfaktor 2 genommen habe, kann ich den 5er nehmen oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Das ist also ein Fall für die Produktregel. Und das Ergebnis ist, die 4 Möglichkeiten mal die 2 Möglichkeiten mal die 3 Möglichkeiten ergibt 24 Möglichkeiten. Die Zahl hat also 24 verschiedene Teiler. In dieser Zählung sind die 1 und die Zahl selbst mitgezählt. Wenn Sie die nicht dabei haben wollen, das nennt man auch die echten Teiler, dann müssen wir eben bei jeder Zahl dann noch minus 2 rechnen, um die 1 und die Zahl selbst wegzunehmen. Aber ansonsten geht das so mit diesen Hochzahlen. Auch allgemein kann man das natürlich wieder anschreiben. Hat eine Zahl n die Primfaktoren p1 bis, sagen wir mal, pm und die haben die zugehörigen Exponenten e1 bis em, dann hat die Zahl genau e1 plus 1 mal e2 plus 1 mal und so weiter und so weiter und so weiter mal em plus 1 Teiler innerhalb der natürlichen Zahlen. Wenn Sie jetzt z überlegen, das kann man sich relativ schnell überlegen, deswegen ist das auch wieder ein Übungsbeispiel. Wie viele ganzzahlige Teiler hat eigentlich so eine natürliche Zahl oder wie viele ganzzahlige Teiler hat dann eine ganze Zahl? Das ist nicht wirklich schwierig, das herauszubekommen. Beim Bruchrechnen in der Unterstufe ist Ihnen vermutlich auch schon einmal die Frage nach dem größten gemeinsamen Teiler begegnet, beziehungsweise nach dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen. Die ist fast noch wichtiger, weil die brauchen Sie zum Beispiel beim vollständig gekürzten Hauptnenner von zwei Brüchen. Man kann diese beiden Zahlen prinzipiell mit Hilfe der Primfaktorzerlegung bestimmen, ist aber vielleicht ein bisschen umständlich. Hierzu wieder ein Beispiel. Der größte gemeinsame Teiler der beiden Zahlen 180 und 105 ergibt sich ja, wenn man bei jedem der auftretenden gemeinsamen Primfaktoren immer die kleinste auftretende Potenz auswählt und dann diese Zahlen, also nur die gemeinsamen Primfaktoren und da immer nur die kleinste auftretende Potenz miteinander mal nimmt. Man darf da nur den kleineren von den beiden Potenzen oder Exponenten nehmen, weil der ausgewählte Primfaktor, sagen wir hier mal die 3, ja zum Beispiel nur einmal in der 105 enthalten ist. Und wenn Sie jetzt 3 hoch 2 nehmen würden für den gemeinsamen Teiler, das würde sich nicht ausgehen, weil 3 hoch 2 ist gleich 9, ist ja kein Teiler von 105, weil Primfaktorzerlegung ist eindeutig, da passt nur einmal 3 rein. Umgekehrt muss man beim KGV, kleinsten gemeinsamen Vielfache, sämtliche Primzahlen hernehmen und immer mit dem größten auftretenden Exponenten. Weil, wenn wir hier zum Beispiel nur die 3 nehmen würden und nicht die 3 hoch 2, dann würde ja die entstehende Zahl bei KGV eine Zahl sein,
die sicher nicht durch 180 teilbar ist, denn die 180 enthält ja selbst den Primfaktor 3 schon in der Potenz 2. Auch das halten wir jetzt als Satz wieder feierlich allgemein fest. Der GGT ergibt sich als das Produkt der gemeinsamen Primfaktoren jeweils in der kleineren von beiden auftretenden Potenzen in den Zahlen a und b. Analog würde man das KGV als Produkt sämtlicher Primfaktoren, also nicht nur der gemeinsamen, und zwar jeweils mit der größten auftretenden Potenz bestimmen können. Damit ist im Grunde genommen auch sofort klar, dass kleinstes gemeinsames Vielfaches mal größter gemeinsame Teiler immer dasselbe ergeben muss wie die Zahl a mal die Zahl b. Wir haben ja gewissermaßen nur die Primfaktoren etwas umsortiert, ja, nach der Größe. Und um das einzusehen, gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz an die virtuelle Tafel. Warum ergibt sich für den GGT, wir nehmen jetzt mal wieder unser Beispiel, 180 und 105 mal KGV von 180 und 105 genau dasselbe, wie wenn wir rechnen 180 mal 105. Ja, das können wir dadurch zeigen, dass wir uns nochmal die Primfaktorzerlegung anschauen. Also unsere Zahl a ist 180, das war 2 hoch 2 mal 3 hoch 2 mal 5. Und unsere andere Zahl b, die war die 105, das war die 3 mal die 5 mal die 7. Ja, okay. Wenn wir uns mal angucken, was meint jetzt eigentlich a mal b? A mal b ist ja dann 2 hoch 2 mal 3 hoch 2 mal 5 mal nochmal die 3 mal die 5 mal die 7. Das kann ich jetzt noch sortieren, dann steht da 2 hoch 2 mal 3 hoch 3 mal 5 Quadrat mal 7. Und jetzt schauen wir, was beim GGT und KGV ist. Beim GGT haben wir immer die niedrigste Potenz, 2 hoch 2, hier steht eigentlich 2 hoch 0, also die niedrigste Potenz ist ein Nuller, das dürfen wir nicht berücksichtigen, 3 hoch 2 und 3, da haben wir jetzt die 3 und bei der 5 haben wir die 5 und bei der 7 haben wir wieder das hoch 0, also gar nichts, also ist das hier gleich 3 mal 5, also schreibe ich hier hin 3 mal 5. So, jetzt kommen die höchsten Potenzen beim kleinsten gemeinsamen Vielfachen. Das ist die 2 hoch 2 mal die 3 hoch 2 mal die 5 mal die 7. Also schreibe ich hier hinten hin 2 hoch 2 mal 3 hoch 2 mal 5 hoch mal 5 mal 7. So, das Gleiche brauche ich eigentlich nicht. Ich nehme jetzt wieder alle die Zahlen hier miteinander mal, also schreibe ich hier noch ein Mal hin und dann sortiere ich das wieder. Dann steht da wieder 2 hoch 2 mal 3 hoch 2 mal 3 ist 3 hoch 3 mal 2 mal die 5 ist also mal 5 Quadrat mal 7. Das Einzige, was sich hier ändert, ist, hier stehen die Zahlen oben, ja, da stehen die in der Reihenfolge, wie sie ursprünglich in den Zahlen waren. Und hier habe ich mir jetzt einfach bei der ersten Zahl immer jeweils die kleinere Potenz ausgesucht und bei der zweiten Potenz die größere. Und in den Fällen, wo zweimal dieselbe Potenz ist, dann taucht das hier auch zweimal auf, einmal beim GGT und einmal beim KGV. Das ist ja auch richtig, weil bei der Zahl taucht das ja dann auch hier einmal auf, die 5, und hier hinten taucht die 5 nochmal auf. So, und das wäre jetzt bei jeder Zahl ganz genauso. Also stimmt das wirklich immer. GGT mal KGV ergibt die Zahlen miteinander mal genommen. Praktisch ist dieses Verfahren für größere Zahlen allerdings nicht so gut geeignet, weil der Prozess des Findens von Primfaktoren ja unter Umständen relativ langwierig sein kann. Vor allem dann, wenn eine der beiden Zahlen selbst prim wäre oder nur aus relativ großen Primfaktoren besteht, dann müssten wir ja im schlimmsten Fall sogar alle Primzahlen bis zur Wurzel n von dieser Zahl einmal durchtesten. Das kann ganz schön lange dauern. Und wir haben auch viel mehr Informationen eigentlich haben wollen, weil wir suchen ja nur die gemeinsamen Teile. Hier hilft jetzt der sogenannte euklidische Algorithmus. Wir bestimmen dabei den GGT von zum Beispiel 1960 und 686 auf folgende Weise. 1960 ist
2 mal 686 mit einem Rest von 588. Das ist also wieder die Division mit Rest, die hier zur Anwendung kommt. Jetzt geht aber anders weiter als bei den Stellenwertsystemen. Jetzt kommt unser Satz von der Teilbarkeit der Summe aus Lektion 3 zum Einsatz. Jeder Teiler, der 1960 teilt und einen der beiden Summanden teilt, der muss dann auch den anderen Summanden zwingend teilen. Ne? Weil das hatten wir ja schon. Also wenn er jetzt die 686 nicht teilen würde, dann müsste er auch die 588 nicht teilen. Also den Fall gibt es schon auch. Aber wenn er die 1960 teilt und er teilt die 686, dann hatten wir ja gesagt, dann muss er, selbst wenn er keine Primzahl ist, auch die 588 teilen. Also schauen wir einfach mal, wie oft die 588 jetzt in die 686 reinpasst. Das geht sich genau einmal aus und es bleibt als Rest 98. Jetzt kommt wieder unser Teilbarkeitsargument. Jeder Teiler, der sowohl in die 686 geht und auch in die 588, der muss auch in die 98 gehen. Und weil jeder Teiler von 1960 und 686 auch in die 588 geht, muss jetzt zusammengenommen jeder gemeinsame Teiler von 1960 und 686 auch in 588 drin sein und auch in 98 drin sein. Aha, wir haben das jetzt also kleiner gemacht. Und jetzt machen wir das Spiel einfach nochmal. Wir schauen jetzt, wie oft die 98 in diese 588 passt. Das geht sich ganz genau 6-mal aus und es bleibt ein Rest von 0. Ja, dann sind wir aber fertig, weil jetzt ist die 98 einfach der GGT von 1960 und 686, weil 98 teilt die 588 und 98 teilt natürlich die 98 und dann teilt 98 natürlich auch die Summe 98 und 588, also die 686. Umgekehrt teilt die 98 ja die 588 und die 686, also auch 2 mal 686 plus 588 und das ergibt genau 1960. Die 98 ist also ein gemeinsamer Teiler von 1960 und 686. Es ist aber auch der größte gemeinsame Teiler, weil wenn es einen größeren gäbe, der müsste ja dann auch immer noch die 98 teilen aufgrund dieser letzten Zeile, die da steht. Weil wenn Sie da mal nachdenken, wenn die 98 jetzt noch einen größeren Teiler hätte, das kann nicht sein, ne? Das geht nicht. Also haben wir den größten gemeinsamen Teiler. Wir machen das, weil es schnell ging, vielleicht nochmal mit einem großen Zahlenbeispiel. 64.589 und 3.178. 64.589 ist 20 mal 3.178 und es bleibt ein Rest von 1.029. Jeder gemeinsame Teiler von 64.589 und 3.178 muss auch die 1.029 teilen. Jetzt wechseln wir wieder zu 3.178 und 1.029, machen das da genauso und stellen fest, es bleibt ein Rest von 91. Jetzt können wir wieder so argumentieren, jeder gemeinsame Teiler von 3.178 und 1.029 muss also auch die 91 teilen. Irgendwann landen wir dann bei der Zeile 28 ist gleich 4 mal 7 plus 0. Wir wissen dann, 7 ist ein Teiler von 28. Aus der Zeile darüber erfahren wir, dass 7 dann auch die Summe eines beliebigen Vielfachen von 28 und 7 teilen muss. Zum Beispiel 3 mal 28 plus 7, das ist 91. Und das Argument nehmen wir jetzt zeilenweise mit nach oben und sehen dann in der ersten Zeile, dass die 7 auch ein Teiler von 64.589 und 3.178 sein muss. Es muss aber auch der größte gemeinsame Teiler sein. Denn wenn man jetzt von oben nach unten liest, dann wissen wir ja, dass jeder gemeinsame Teiler von 64.589 und 3.178 auch die Zahl 7 teilen muss. Die 7 hat aber natürlich keinen größeren Teiler als die Zahl 7 selbst. Also ist 7 der größte gemeinsame Teiler. Man kann das Ganze auch mit Variablen aufschreiben. Da sieht man jetzt aber auch nicht viel mehr und man hat da lauter Pünktchen drin, weil man natürlich nicht weiß, wie oft das durchläuft. Und genau das ist vielleicht sogar ganz hilfreich, weil man wird sich eines Problems bewusst, das ja insbesondere InformatikerInnen oft schlaflose Nächte bereitet, nämlich die Frage, bricht ein gegebener Algorithmus nach endlich vielen Schritten wirklich ab
oder besteht die Gefahr, dass wir in einen Infinite Loop hereinlaufen? Hier ist das glücklicherweise aber wieder ganz ähnlich wie bei den Stellenwertsystemen und wie bei der Division mit Rest. Die auftretenden Reste in jeder Zeile werden echt kleiner. Und in der Lektion 2 haben wir bereits gelernt, dass eine Folge absteigender natürlicher Zahlen irgendwann abbrechen muss. Das ist hier spätestens bei 1 der Fall. 1 kommt im Übrigen genau dann als Ergebnis heraus, wenn die beiden Zahlen keinen gemeinsamen echten Teiler haben. Man nennt diese Zahlen dann auch teilerfremd. Also GGT gleich 1 heißt teilerfremd. Vom euklidischen Algorithmus gibt es dann auch noch eine erweiterte Variante. Gemäß dem sogenannten Lemma vom Besu lassen sich nämlich für zwei ganze Zahlen A und B ganzzahlige Faktoren R und S bestimmen, so dass sich der GGT von A und B als Summe R mal A plus S mal B schreiben lässt. Falls Sie schon lineare Algebra hatten, der GGT von A und B ist also als Linearkombination von A und B darstellbar, und zwar mit ganzzahligen Faktoren. Um diese Zahlen R und S zu finden, müssen wir unseren Algorithmus so ein bisschen aufbohren. Wir müssen nämlich immer die Reste wieder zurück einsetzen. Wir machen das mal für etwas kleinere Zahlen, dann sieht man das vielleicht etwas besser, 99 und 78. Wir suchen jetzt also eine Zahl R mal 99 plus S mal 78, so dass der GGT von 99 und 78 herauskommt, den wir noch gar nicht kennen, aber vielleicht raten könnten, weil 9 plus 9 ist 18, 7 plus 8 ist 15, also die haben auf jeden Fall schon mal 3. Aber das muss ja nicht unbedingt der größte gemeinsame Teiler sein. Also schauen wir mal. 99 ist 1 mal 78 plus 21. Und das lösen wir jetzt zum Rest in auf. Also das ist Doppelfeilchen dazwischen. 21 ist gleich. So, jetzt lassen wir ein ganzes Stück Platz. Sie sehen gleich, wofür das gut ist. Das ist 1 mal 99 minus 78. Und ich habe einfach die 1 mal 78 auf die andere Seite der Gleichung rübergebracht. So, jetzt nächste Zeile. 78, jetzt müssen wir ja wieder gucken, wie oft passt der Rest da rein. Das ist 3 mal 21 plus 15. Und jetzt lösen wir das auch wieder nach dem Rest hin auf. Jetzt steht da 15 ist gleich 1 mal 78 minus 3 mal 21. Jetzt ist noch blöd, da steht jetzt 1 mal 78 minus 3 mal 21. Wir wollen aber irgendwas da stehen haben, der Form R mal 99 plus S mal 78. Also müssen wir jetzt die 21 da noch wegkriegen. Die 21 kriegen wir weg mit der Zeile darüber. Da steht ja 21 ist gleich 1 mal 99 minus 78. Das setzen wir jetzt also einfach rein. Und dann steht da also minus 3 mal 99. Und jetzt minus mal minus 1 ist plus 3 mal 78, weil da steht ja minus 3 mal 21, also plus 3 mal 78. Und 1 mal 78 hatten wir noch von dieser Zeile, also plus 4 mal 78. Also minus 3 mal 99 plus 4 mal 78 ist gleich 15. Haben wir schon, aber 15 ist vielleicht noch nicht der GGT. Kann er noch nicht sein, weil da steht ja noch nicht plus 0 bei dem 3 mal 21. Also müssen wir doch noch weiterrechnen. Also wieder weiter. 21 ist gleich 1 mal 15 plus 6. Okay, und jetzt schreiben wir wieder, formen wir wieder um, lösen auf nach 6. 6 ist gleich 21 minus 1 mal 15. So, das ist jetzt ein bisschen lästig. Jetzt müssen wir quasi in der 21er Zeile gucken. Da haben wir wieder stehen 1 mal 99 minus 78. Ja, das können wir für die 21 einsetzen und dann minus 1 mal 15, Zeile darunter, also minus minus 3 ist plus 3, haben wir also 4 mal 99 und dann minus 4 mal 78, haben wir also minus 1 mal 78, minus noch 4 mal 78, minus 5 mal 78. So, und jetzt geht das so weiter. Ne? Nächste Zeile, 15 ist gleich 2 mal 6 plus 3, 3 auflösen. Und jetzt haben wir Glück gehabt, jetzt steht hier 3. Nachdem wir das alles eingesetzt haben, wieder ne, für 15 müssen wir wieder zweite Zeile einsetzen, für 6 müssen wir wieder dritte Zeile einsetzen, dann bleibt stehen minus 11 mal 99 plus 14 mal 78. So, und da sind wir jetzt glücklicherweise fertig, weil wenn wir jetzt noch hinschreiben, wie oft passt die 3 in die 6 rein, dann steht da 6 ist gleich 2 mal 3 plus 0. 3 ist also der letzte von 0 verschiedene Rest und der letzte von 0 verschiedene Rest ist der GGT. Und in dieser vierten Zeile haben wir schon stehen, 3 ist gleich minus 11 mal 99 plus 14 mal 78. Damit ist also unser gesuchtes R gleich minus 11 und das gesuchte S ist gleich plus 14. Wenn das jetzt zu schnell ging, dann nach der Schnitzeljagd unbedingt den Übungsteil machen. Dort ist ein weiteres Beispiel vorhanden und in den Lösungen
wird das dann auch vorgerechnet.